Ich habe noch irgendeine Blockade. Die hält mich ab von einem Leben in Leichtigkeit, nach dem ich mich so sehr sehne. Kennst du solche Aussagen von deinen Klienten? Als ich vor über 10 Jahren mit Coaching und psychologischer Beratung startete, war Blockadenlösung groß en vogue. Sei es durch Kinesiologie, durch Tappen, durch Vergebung, durch NLP. Alle Welt, zumindest in meiner Umgebung, machte deutlich, dass ohne Blockadenlösen nichts mehr geht. Und das glaubte ich dann zuerst auch selber. Wenn eine Blockade weg ist, dann kann die Energie wieder frei fließen und das Leben regelt sich quasi von alleine in die richtige Richtung. Tja, wenn es wirklich so einfach wäre. Willkommen in der Coaching-Oase Heartify. Ich bin Katrin Stamm von Heartify.live und zeige dir als Ausbilderin, Coach und Trainerin, wie du es dir leichter machst, anderen zu helfen. Schluss mit intuitivem Coaching ohne System und her mit einer soliden Basis und einem erprobten, vielfältig anwendbaren System. Lehn dich zurück, genieß die kleine Auszeit und lerne, wie du deine Klienten entspannt, wirksam und nachhaltig begleitest. Warum Blockaden lösen nichts bringt. Herzlich willkommen zu Folge 69. In dieser Folge untersuchen wir, auf welchen Ebenen Blockaden wirken, also körperlich, emotional und mental, und schauen uns dann auch das Zusammenspiel auf den verschiedenen Ebenen an, um dann zu überlegen, wie es nach dem Lösen einer Blockade weitergehen könnte und warum es das auch sollte. Text und Shownotes zu dieser Folge findest du auf heartify.live/warum-Blockaden-lösen-nix-bringt. Dort findest du auch den Link zum lösungsfokussierten Kurzzeit-Coaching-Online-Workshop-Day mit mir im November, zu dem ich dich sehr, sehr herzlich einlade. Aber beginnen wir von vorne. Was überhaupt ist eine Blockade? Blockaden gibt es mindestens in 3 Bereichen, nämlich körperlich, emotional und mental. Auf der Körperebene sind bekannt zum Beispiel Blockaden der Wirbelsäule, wie durch einen Bandscheibenvorfall. Das erzeugt starke Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und vor allen Dingen kann man nicht mehr unbeschwert das tun, was man sonst im Alltag tun konnte, ohne darüber groß nachzudenken. Ständig wird man durch den Schmerz daran erinnert. Auch eine Grippe ist so eine Art Blockade, denn sie verhindert ja ebenfalls, dass du tun kannst, was du tun willst. Durch den Schnupfen, Schmerzen am ganzen Körper, Müdigkeit, Mattigkeit und so weiter. Kommen wir dann zu den Blockaden auf der emotionalen Ebene. Dazu gehören so Dinge wie zum Beispiel Lampenfieber, Herzklopfen, Angst zu sprechen oder auch aufzutreten vor Menschen, kein Zugriff mehr auf Erlerntes und Geprobtes zu haben. So kann sich eine emotionale Blockade äußern. Oder auch in Schüchternheit. Die Angst als emotionales Thema verhindert, das Gewünschte oder das Ersehnte zu tun. Ja, und auf mentaler Ebene können das Glaubenssätze sein. Zum Beispiel, das kann ich nie, das verdiene ich doch nicht, ich bin ein Versager oder ähnliches. Das ist also ein ganz beliebtes Mittel, wenn es ums Blockadenlösen geht, an diese Glaubenssätze heranzugehen. Das können aber auch Gedankenschleifen sein, zum Beispiel wiederkehrendes Problemdenken, sich Argumentationsketten zu suchen für Negatives, was passiert ist oder was passieren könnte und grundsätzlich Opfergedanken statt Lösungsgedanken. Kommen wir nun zu den Zusammenhängen von verschiedenen Ebenen von Blockaden. Im Coaching kommen in erster Linie Menschen zu uns mit emotionalen oder mentalen Blockaden. Wer körperliche Blockaden erlebt, geht in der Regel zuerst mal zum Arzt oder Physiotherapeuten oder Masseur oder auch Heilpraktiker. Und wenn man das Glück hat, dort auf einen naturheilkundlich, ganzheitlich orientierten Therapeuten zu treffen, so ist diesem natürlich schon ein möglicher Zusammenhang mit den anderen Ebenen eher bewusst.
Denn nicht selten erlebt zum Beispiel auch ein Physiotherapeut, dass sich unter seinen Händen nicht nur eine körperliche Blockade löst, sondern auch auf seelischer Ebene etwas angestoßen wird oder ins Fließen kommt. Nicht immer gelingt es allerdings, es an so einer Stelle auch komplett aufzulösen. Und dann ist es wirklich ein großes Glück, wenn dieser Arzt oder Physiotherapeut noch eine gute Empfehlung hat, wo dieser Patient beispielsweise auf der emotional-mentalen Ebene noch weiterarbeiten kann. Was gelöste Blockaden in der Regel mit sich bringen, ist, dass du anschließend etwas unternehmen solltest, damit es nicht wieder erneut einrastet. Also jetzt hier auf körperlicher Ebene. Im Fall einer zum Beispiel wie auch immer gearteten Blockade im Rücken wird ein guter Physiotherapeut dir zum Beispiel Übungen zeigen, die die Rückenmuskulatur stärken. Er wird dir auch zeigen, worauf du beim Heben achten solltest, wie du bestimmte Bewegungsabläufe in bestimmten Situationen veränderst, um nicht punktuell zu sehr zu belasten. Ja, und das will dann ja auch praktiziert werden. Denn wenn du das nur einmal gesehen und gezeigt bekommen hast oder auch verstanden hast, dass es so ist, dann reicht das leider noch lange nicht aus. Diese neuen Bewegungsabläufe, die muss man wirklich üben, die Muskeln unter Umständen die entsprechenden auch durch wiederholtes Üben stärken. So kann dann nachhaltig dafür gesorgt werden, dass zum Beispiel so ein Rücken künftig nicht so schnell wieder in so eine Blockade reinrutscht. So verhält es sich oftmals auch mit emotionalen oder mentalen Blockaden aus meiner Sicht. Denn auch da gilt es, Gewohnheiten, Verhaltensweisen, Denkmuster zu verändern. Und genau an dieser Stelle setzt eben ein völlig anderer Ansatz an als das reine Blockadenlösen, was nicht heißt, dass das Blockadenlösen nicht eine gute Basis ist, aber dann folgt aus meiner Sicht ganz genial ein lösungsfokussierter Ansatz, um Klienten einfach auch weiter begleiten zu können, statt sie allein zu lassen mit dieser kurzzeitigen Erleichterung. Das entspricht also dem, was der Physiotherapeut dann auch macht, um Klienten, die so eine Rückenblockade hatten, darin zu unterstützen, gesund zu bleiben, wenn das Ganze gelöst ist und dass es einfach nicht nochmal passiert und sie da selber besser Vorsorge tragen können und Fürsorge für sich im Alltag. Denn so wie der Physiotherapeut oft bemerkt, dass ein Patient einfach doch noch mehr Unterstützung braucht, als jetzt erstmal nur diese körperliche Blockade zu lösen, so geht es, glaube ich, schon auch manchen Coaches und Beratern. Wie ist denn deine Erfahrung an der Stelle? Bietest du schon Dinge an, die über das Blockadelösen hinausgehen? Wie gewährleistest du die Nachhaltigkeit von Veränderungen? Also in den ersten Monaten als Coach und psychologische Beraterin war ich, wie vorhin schon erwähnt, jedenfalls sehr auf dieses Lösen von Blockaden fokussiert. Und die Klientin und ich, wir haben uns natürlich beide gefreut, wenn das gelang. Aber es kamen doch etliche Klienten wieder, denn obwohl die Blockade gelöst war, ging es nicht wirklich voran. Jedenfalls nicht dahin, wo sie hin wollten. Ich stellte mir natürlich die Frage, ja, wo wollten die denn eigentlich hin? In die Leichtigkeit? Ins Dauerglück? Das sind so Dinge, die man so oft genannt bekommt. Ja, ich möchte einfach mich wieder leichter fühlen und glücklich sein und unbeschwert. Das sind jedoch so unspezifische Ziele. Und mit diesem Thema Ziele werden wir uns in der nächsten Folge noch mehr befassen, denn genau da lag auch ein großer Haken. Ich gab mich zu sehr mit diesen schwammigen Coaching-Zielen zufrieden. Und zum anderen hatte ich auch keinen Plan B. Also in der ersten Phase wusste ich nicht, was ich tun kann, nachdem die Blockade gelöst ist. Wie begleite ich dann Klienten weiter? Wie verhelfe ich ihnen zu nachhaltiger Veränderung, beziehungsweise dass diese Veränderung nachhaltig bleibt und auch weitergeht? Also mein Problem war, dass ich mich selber noch zu sehr von dieser Blockaden- und Problemorientierung der Klienten anstecken ließ, denn genau das ist es. Wenn man auf die Blockade guckt, guckt man eigentlich aufs Problem und nicht auf die Lösung und zielgerichtet in die Zukunft.
Klar, man möchte, dass die Blockade weg ist. Man möchte einfach nur, dass es alles wieder so weitergeht wie vorher. Aber das ist einfach leider nicht ganz realistisch. Und obwohl ich zum Beispiel in der Vorgeschichte also im Rahmen von Anamnese, in der Vorgeschichte zu diesem Problem oder zur Blockade mir auch schon Notizen über Gelungenes machte, wenn ein Klient zufällig davon berichtete, dann hob ich dann schon auch erstaunt die Augenbraue. Es hat jedoch noch eine ganze Weile gedauert, bis ich diesen, jetzt kommt's, lösungsfokussierten Ansatz konsequent und überall mit einbaute. Und erst von da an gelang es mir, Klienten zu unterstützen, ihre eigentlichen, ganz persönlichen Ziele herauszufinden und sie auf dem Weg dorthin so lange zu begleiten, bis sie sich sicher in der gewünschten Richtung befanden. Und daran knüpfen wir in der nächsten Folge an. Falls du nicht alle Folgen abwarten willst, gleich irgendwie zur Tat schreiten möchtest, der nächste lösungsfokussierte Tagesworkshop online steht an und die Anmeldung ist schon eröffnet. Du kannst live und online mit mir üben, wie du jenseits von Blockadenlösung deine Klienten auf ihrem gewünschten Weg wirksam und nachhaltig begleitest mit einem ganz wohl strukturierten Ablauf als Ergänzung zu allem, was du ohnehin schon Wunderbares tust. Den Link findest du in den Shownotes oder auch du gehst auf htfi.live/Kurse und auch da gelangst du dann zum Tagesworkshop. Bleib blockadefrei im Flow und mach es dir leichter, anderen zu helfen. Mehr Infos findest du auf der Seite htfi.live. Die Shownotes auch zu dieser Folge findest du in der Rubrik Blog. Zu meinen Gratis-Webinaren, Kursen und Ausbildungen kommst du über die Seite htfi.live/Kurse. Schnupper doch einfach mal rein, ob etwas davon für dich passt. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, tschüss!